Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde, hier zu einem weiteren Teil The Hunter Call of the Wild. Ich bin gerade hier mit dem Marcel irgendwo hier im Alaska, Sibirien. Ne, Sibirien sind wir, ne? Nee, Russland. Ja, also Sibirien. Ich mach wohl keine Ahnung. Ich habe da Erdkunde schlechte Karten. Ja, auf jeden Fall sind wir hier da, wo Schnee liegt. Und ich habe einen Braunbären geschossen. Den verfolge ich jetzt gerade. Ich habe mir die Apex schon gekauft. Allerdings kostet die Munition 2.600 € und die habe ich jetzt nicht. Deswegen müssen wir erstmal ein bisschen weiter rum. Ach, da liegt der Braunbär. Müssen wir ein bisschen weiter jagen. Und dass wir dann genug Kohle für die Munition kriegen. Hier liegt er, oder schläft da. Wer ist Zack. denn mal hier lang gelaufen? 265, 75 Meter, ey. Ich bin echt schlecht. Nö, ich habe hier einen guten Spot. Ich muss nur jetzt mal wieder aus dem dichten Scheiß hier wieder rauskommen. Wollte da Ich oben zu dachte, dem. wer wärst du mal hier lang gelaufen? Ich habe jetzt schon 5 Rentiere in der Zeit, Ja. wo du einen Braunbären hast. Ja, ich war aber auch am Essen, ne? Ich habe nebenbei YouTube geguckt. Aber ich bin hier nur gerade so 5 Meter von dem Dingsbums da gelaufen und dann habe ich das Ding gesehen, drauf geschossen. Aber dass der 275 Meter weg war, das war natürlich nicht schlecht. Ich habe sogar eine neue Errungenschaft. Ich habe eine ganze Herde ausgerottet. Nicht? Einer nach dem anderen. Du musst das. Mal einen Timer starten hier. So, jetzt bin ich auch gleich wieder auf der offenen Fläche. Sieht man auch wieder ein bisschen was. Weil hier im Wald, ey, da ist ja echt grauenhaft. Ah, Wo ich ist sehe das ein hier? Rentier. Ach, schieß. Ja, ich muss aber ein bisschen aus dem Wald rauskommen hier. Ich bin mitten Schieß. auf offener Fläche. Läuft mir nicht weg. Schieß. Das sind sogar drei Stück. Nee, das sind die restlichen von denen, die ich jetzt gerade verfolgt habe. Erstmal wiederfinden hier. Den Scheiß. Man trägt auf mich zu. Da. Ja, dieses Zielfernrohr. Ein anderes drauf. Na, getroffen. Ah ja. Lauf ruhig weg. Ja, die laufen nicht weit. Auch getroffen. Schade, dass sie nicht direkt umkippen. Oh, da hinten kommt ein weißer Bär. Der ist goldfarben bestimmt. Oh, da ist ein Rentier mit einem dicken Geweih. Ich habe ihn sogar getroffen. Und der rennt genau auf dich zu. Pass auf. Woher bist du denn weg? 775 Meter, Alter. Hier ist der Bär lang gesprungen. Oh, der kommt genau auf mich zu. Kommt genau auf mich zugerannt. Und liegt. Dem musste ich jetzt noch einen Schuss verpassen. Der kam nämlich genau auf mich zugerannt. Kacke. Schlechte Bewegung. Ich glaube, ich habe jetzt hier 4, 5 Tiere angeschossen oder so. Läuft noch eins. Fellart blond. Okay, ich hätte bisher Gold. Ich weiß gar nicht, wo ich zuerst hier hinlaufen soll. Hier müsste gleich alles voll sein mit toten Tieren, die irgendwo über rumliegen. Zu welchem gehe ich denn jetzt zuerst? Glaube, das da, das ist safe tot. Da steht auch eins. Egal, es darf jetzt weiterleben. So. Das eine ist, denke ich mal, safe tot. Oh. Lol. Oh, ich werde angegriffen. Schrotflinte, Wovon? hallo, Schrotflinte. Von so einem großen braunen. Ja. Jetzt habe ich ihn aber direkt kurz vor mir. Oh, wird Männchen gemacht und ich habe den schön in die Brust geschossen. Ja? Aber kam trotzdem auf mich zugerannt. Der erste Schuss war Muskel und ungefähr links 99%, Alter. Und dann musste ich mir mit der Schrotflinte nochmal direkt in den Kopf schießen aus 14 Metern Entfernung. So als Verteidigungsschuss.
So, gut. Den ersten haben wir. Mal gucken, irgendwo muss hier das eine Vieh liegen. Ach nee, das ist weggelaufen, ne? Und nee, da liegt's. Ein Glück. So, das war irgendwas, keine Ahnung, was das für ein Vieh ist hier. Ein Moschustier. Na gut, 300. So, und der ganze andere Kram. Der muss jetzt irgendwo hier oben rumgurken. So, das müssen jetzt irgendwie 4, 5 Viecher sein. Oh, ich habe nur noch 3 Schuss für das Schrot. Bisschen blöd. Da liegt doch eins, oder? Liegt doch, das ist ein Stein. Ein Stein. Ja. So, der ganz andere Schrott. Jetzt laufe ich mal einer Blutspur hinterher. So, 25, 50. Der müsste ja vorne jetzt irgendwo liegen. Hallo. Oh, ein Luchs. Den hole ich mir. Den will ich unbedingt haben. Dann nehmen wir mal die Ranger, obwohl der echt weit weg ist. Und dann nehmen die besser die Stradivarius. Hab ich nicht mit. Selber schuld. Okay, dann will ich mal gerade einen Wegpunkt setzen. Guck in die Richtung. Muss irgendwo da sein. Oh ne. Muss irgendwo. Das sieht ganz gut aus. So. Aha, hier liegt schon mal ein Tier. Das ist aber nicht das, wo ich jetzt gerade hinterhergelaufen bin. Ach, da liegt das andere. Okay. So, hier haben wir jetzt einen. Rentier, männliches. Oha, aus 260 Metern. Ein Schuss. Gut. Das schreit was. Moschustier. Das schreien. So. Hier haben wir noch ein Rentier. 160 Meter. So, haben wir noch mehr Blut hier irgendwo rumliegen. Sonst jage ich meinem anderen Vieh hinterher. Da scheint noch Blut zu sein. Yep. Hier ist nochmal Blut. Der kann auch nicht mehr weit weg sein. So. Ja. Und jetzt? Hornbär. Anruf. Den tut gar nicht. Ich habe auch meine Blutspur verloren. Wie schlimmer. Schiedel die Dudel, muss ich mal zurücklaufen. Irgendwo hier hinten im Wald war die, da. Da. Hier hat's Kacker gemacht. Irgendwo hier muss ein Blut gewesen sein. Hier ist Blut. So in die Richtung. Jetzt Kacker gemacht. Laufen wir mal hier in die Richtung einfach weiter. Vielleicht taucht das ja gleich einmal wieder auf. Wo ich nichts sehe. Hm. Kein wohl weg zu sein. Müsste hier hinten eventuell noch ein Braunbär sein. Mal gucken, ob ich den gleich snackerinen kann. Sonst laufe ich zurück und hole meinen. Oh ja. Oh, da ist er. Dude. Dein Köpfchen gesehen. Greif mich doch an. Nicht einfach nur gucken. Angreifen musst du mich. Oh, jetzt, da läuft das.
Nimm mal direkt die Schrotflinte in der Hand. Oh, da läuft ein Rentier. Mist. Wo ist denn mein Wegpunkt? 370 Meter nach hinten. Bist du denn hingereist? Ja. Na gut, holen wir uns erstmal unseren Fuchs zurück. Lux. Lux. Den natürlich jetzt wiederfinden. Ich habe mir zwar den Wegpunkt gesetzt, aber das ist natürlich nicht genau da, wo ich das Vieh geschossen habe. So eine schöne offene Fläche gleich. Da will ich irgendwas schön jagen gehen. Wie viel Geld habe ich denn jetzt eigentlich schon? 6000. Oh, ich kann mir meine Waffe holen. Hast du die Kohle eigentlich schon zusammen? Nö. Oha. Läuft ein Moschustier. Aber du kannst ja mal quatschen, dann muss ich mir hinterherfahren. Dann mache ich gleich. Ich muss erstmal mein Vieh hier suchen und dann möchte ich die Munition noch gerade holen. Ich bin noch 250 Meter von der Position weg, wo ich das wahrscheinlich geschossen habe. Wo willst du denn hinfahren? Zu der Höhe. Hm? Da läuft ein Bär. Der ist aufgeschreckt. Sehr schnell. Und als wenn der 500 Stundenkilometer. Ah, jetzt hat er wohl keine Power mehr, wa? Bepisst er sich da im Unterholz. Muschi. Hast du eine Höhle gefunden? Ich weiß, wo eine ist. Oh. Achso, boah. Ja. Fuß getrampelt und hat nichts gesehen, hat es nur gehört. Ja. Da habe ich mal ein bisschen Schiss. Ich weiß, was auf mich zukommt. So, hier vorne muss irgendwo mein Vieh liegen. Aber ich habe dreimal drauf geschossen. Das sollte definitiv tot sein. Frage ist nur, Wiederfinder. Ja, da hinten liegt er mitten auf der Fläche, habe ich in die Zufall gesehen. Ja gut. Kann ich da direkt hinlaufen? Und dann komme ich zu dir. Auf den Ding getroffen, aber ich habe den bestimmt dreimal getroffen. Tippe ich jetzt mal. Einmal nur. Oh, aus 226 Metern. Einmal getroffen. In den Magen. Oh gut. Okay. M, wo bist du denn da? Bist du... Wegpunkt setzen. Erstmal musst du dir... Ach so. Rein. Gut, okay. Kann mir auch gleich die Munition holen. So, meine Freunde, ich hatte mir hier die Apex geholt. So, und jetzt Munition können wir beides schon benutzen. Nehmen wir natürlich die Medusas Kraft 100, ist ja ganz klar, ne? Und die machen natürlich richtig Wumms. Kaufen. Kaufen wir gleich zweimal. Wollen wir noch 8500, um hier wenigstens einen Rotpunkt zu kriegen. Jetzt sollte ich mir die Waffe natürlich auch in mein Inventar schieben. Rucksack. King Apex. Dann geht die Ranger auf jeden Fall raus. Nimm dir am besten Zelt mit, wenn du noch eins hast. Hab ich noch? Wenn du noch eins hast, ja. Da wird's natürlich schwierig. Was soll ich denn da für eine Waffe weglegen? Egal, diese brauchst du sowieso nur die 7mm da hinten. Oder die Apex, wenn du schon Munition hast. Hab ich. Gut. Eine von den beiden Waffen wirst du brauchen. Nimm die Schrotflinte weg. So habe ich jetzt die Apex und die 7mm. Oh, nee.
Ich muss irgendwas rausschmeißen hier. Den Rehduft, den brauche ich nicht. Jetzt passt es. Da habe ich nur 0,3 Platz. So. Inventar, Waffen. King Apex, da drauf. Munition. 20 Schuss für den Apex habe ich. Visiere. Oh. Geht natürlich keins. Geht hier nur das eine drauf. Nur das Rotpunktvisier. Den Schlafzelt dahin. Und dann nehmen wir uns jetzt noch ein Auto. So, abfordern. Zack. Ja. So, dann düsen wir mal hin. Er hat anscheinend eine Höhle gefunden. Ich bin mal gespannt. Ist ja genau da, wo mein Wegpunkt ist. Genau, nee, da hatte ich mein... Weiter. Nee, mein Wegpunkt ist 550 und du bist 560 Meter weit weg. Ja, wir müssen aber noch weiter. Achso. Noch viel weiter. Woher weißt du jetzt, wo du ist? Hast du gegoogelt, oder was? Ja. Achso. 1,6 Kilometer müssen wir noch. Ah. Sieht nämlich auch sehr toll aus, wenn man nämlich auf die Karte guckt, ist ein Totenschädel. Echt? Sieht der Berg aus wie ein Totenschädel, ja. Warte mal. Oh ja. Ja, da ist der Albino-Bär drinne. Genau. Dem kannst du durch beide Lungen schießen und du kriegst trotzdem einen Diamantschuss. Ja. Natürlich dann die Frage, wer schießt ihn dann? Derjenige, der ihn zuerst sieht. Okay. Hier, Reintier. Na, so schnell wie wir. Kann man jetzt hier schön driften? Alter. Junge, dieses Driften, ne? Karren einmal so ein bisschen im... Oh Gott. Moin. Nicht getroffen. Naja, hab ich auch gemerkt. Warte, ich habe meine Apex. Schieß. Warte. Nee. Ja. Ach du, ich hätte hier keinen... Ich hätte ja keinen. Nein. Boah. Hä? Daneben. Das war getroffen. Alter, hat die einen Wumms, Junge. Du schießt doch nicht deine ganze Munition, die ist teuer. Ey, die hat aber zwei Schuss. Ja. Fahr doch nach. Oh, das ist so eine Schrotflinte. Die ist genauso aufgebaut wie eine Schrotflinte. Wo bist du? Ich fahre mein Rentier. Oh. Kann ja nicht weit gekommen sein. Ich fahr da schon mal hin, aber geh da nicht rein. Ich baue das Zelt auf. Ja. Warte auf dich. Doof, wenn man so gar kein Visier auf so einer Waffe hat, sondern nachher nur diesen Rotpunkt da. Oh. Alter, wie weit ist jetzt scheiß viel denn gelaufen? Keine Ahnung, hast du noch gut getroffen? Weiß ich nicht. Ach, keine Ahnung, wo das ist. Können sonst weiterleben. So, ich bin jetzt am Fuße davon, von dem Berg.
Wo ja. muss ich da jetzt hin? Oben rauf oder was? Nein. Es gibt zwei Höhleneingänge. Okay. Aber pass auf, wenn du da rumläufst. Ich stelle jetzt hier erstmal ein Zelt hin. Ja, das wäre vorteilhaft. So, Zelt steht hier. Du musst aufpassen, wenn du hier draußen rumläufst, der kann auch mal nach draußen kommen. Hey, der ist ja nicht gefährlicher als ein anderer Bär, der ist einfach nur weiß. Ja, nur dass er dir direkt hinterher rennt. Weil er direkt sauer ist. Willst du fahren oder was? Ja. Wo ist denn mein Quad da? So verscheuchen wir natürlich alles, wenn wir hier mit unserem Quad rumnageln, oder? Das macht nichts, der Bär rennt so auf dich zu. Oh, hier unten ist ein Monument. Ja, da müsste auch der Höhle. Boah, Alter! Jo. Gesehen? Ja. Bin etwas weggebackt. Da müsste auch der Höhleneingang sein, hier unten irgendwo. Hä? Hi. Moin. Ich hab's dir mal nachgemacht, das Monument habe ich schon. So. So, dann warst du ja schon mal hier. Ja, ja, ich war hier schon mal in der Nähe. Na, hier bin ich halt lang gelaufen. Und lass mal suchen. Ich glaube, da vorne ist der Eingang. Hier, ne? Mhm. Ich habe fast kein Leben mehr. Da brauche ich nur anpusten, der Bär. Da bin ich tot. Hier ist Kacke. Was ist das denn für eine Wurst? Ein Sammelobjekt. Neue Stufe, jawohl. 200 EP Bonus, Alter, jetzt geht's los. Da soll der Albino-Bär drin sein. Ja, die kenne ich auf dem Video. Ist eigentlich auch missionsbedingt. Das ist ein Monument. Ja, und wenn du da runter gehst, kommt da. So kenne ich es aus dem Video. Oh, das schaffe ich nicht, das überlebe ich nicht. Auch nicht. Ich bin dann tot. Autsch. Oh, Half-Life. Ja, ich bin schon weniger als half. Oh, ich hab's geschafft. Das ist eine Höhlenmalerei. Mhm. Die hat der Typ auch gesehen und dann kam er da hinten angelaufen. Der Typ, von dem du das auch deine Videos mal geguckt hast. Ja. Bildschirm. Also ich laufe jetzt nicht mehr, ich gehe nur noch. Mal gucken, ob er hier überhaupt ist, weil es soll eigentlich nur missionsbedingt sein. Ach so. Aber dann ist er nicht hier. Weiß ich noch nicht. Die Höhle ist groß. Hier ist wieder ein schöner Grafikfehler. Hm. Oben sind auf jeden Fall Wildschweine. Tja, was meint ihr, meine lieben Freunde? Finden wir hier den Albino oder nicht? Also hier ist ewig Platz ohne Ende. Da. Also ich sehe nichts, hier wo kein Fußball, hier geht's wieder raus. Ja, raus geht's hier sowieso wieder. Ja, aber dann ist er auf jeden Fall nicht in der Höhle. Kann auch sein, dass er draußen rumrennt. Er weiß. Und wie gesagt, es ist halt missionsbedingt. Kann auch sein, dass es nur mit einer Mission kriegst. Ja. Auf jeden Fall haben wir schon mal die Höhle. Ja, mal gut.
Da läuft ein Tier. Ja. Wir müssen mit meiner Apex drauf schießen, nur das ist so weit weg. Was ist denn? Hinterm Berg so ein kleines Moschusvieh. Da und mitten auf der. Siehst du es da? Ich sehe gar nichts. Jetzt rennt's, wenn's läuft, dann krieg ich das sowieso nicht. Was? Ja. Oh, da! Warte mal, hier kommt was. Jo. Ah, Alter, den habe ich natürlich jetzt mit der Apex. Warte, ich möchte ihn aufsparen. Mal bitte. Mal gucken, was er so gemacht hat. Ich tödlicher Treffer. Was? Hab ich ihn umgekippt, das Vieh. Ja. Das Schwede, Junge. Also die Apex ist schon nice, vor allem weil die zwei Schuss hat. Kannst direkt dann abfeuern. Ja, klar. Ist was? Klar. Du hast jetzt geschossen. Ach, Moschus ist hier aber zweimal dran vorbei. Nice. So, das war der erste Kill mit der Apex. Meine Freunde, ich hoffe, es hat euch gefallen. Die Folge ist dann schon wieder am Ende. Und ja, wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder einschalten würdet, ne? Bis dahin, haut rein. Tschüss.